Wir haben hier eine Powerlift-Pumpstation vor uns mit der Multicontrol-Duo-Steuerung. Im Display ist der Fehler ersichtlich, Überstrompumpe 2. Um diesen Fehler zu beheben, sollte man zuerst spannungsfrei machen. Das bedeutet, wir haben hier eine CE-Steckdose bei allen Steuerungen mit 1,5 Meter Kabel. Die sollte man zuerst ziehen, spannungsfrei machen, dass die Pumpe keinen Strom mehr bekommt und dass keine Verletzungsgefahr besteht. Anschließend sollte man die Pumpe entnehmen aus dem Schacht und sollte schauen, ob das Laufrad oder halt das Spiralgehäuse verstopft ist durch Fremdstoffe wie Tücher, Lappen, Tampons oder Ähnliches. Sollte das geschehen sein und die Pumpe war verstopft, ist natürlich die Lösung einfach. Pumpe wieder einsetzen, Spannung anlegen und testen. Ist das nicht der Fall, kann es natürlich auch sein, dass hier in der Steuerung falsche Werte eingestellt sind. Das bedeutet, beim Pumpen prüft unsere Steuerung ab, ob der aufgenommene Strom zu dem passt, was hinterlegt ist. Das heißt, der maximale Strom der Pumpe hier sollte 1,2 Ampere betragen. Haben wir mehr Stromaufnahme, weist das meist darauf hin, dass die Pumpe verstopft ist. Aber natürlich kann auch hier in der Software etwas falsch eingestellt sein. Deswegen prüfen wir auf dem Typenschild die Nennstromangabe und prüfen dann hier nach, ob das auch dazu passt oder auch nicht. In dem Fall haben wir leichte Toleranzen. Sollte die Pumpe also 1,3 Ampere brauchen oder 1,0 Ampere, ist das kein Problem. Die Steuerung kann sowas leicht herausfiltern. Wir haben eine gewisse Art der Hysterese, eine Toleranz. Ist das behoben? Kurz nochmal testen, per Hand, ist die Stromaufnahme okay oder nicht. Beides wieder auf Auto schalten und der Fehler ist behoben.